Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, in der letzten Folge haben wir wieder ein bisschen so drüber geschaut, ein paar Kleinigkeiten haben wir angepasst. Und wir bauen gerade hier die Forschungsstation, die jetzt gerade die Reste verbraucht, die wir noch haben. Mal gucken, wie viel ist hier noch oben drin. Fast schon alles leer, das ist super. Weil damit werden wir dann schauen, dass wir direkt die neuen Forschungspunkte erreichen können. Aber wir müssen natürlich jetzt erstmal für den Bau hier das Ganze freigeben. Ah, schon jetzt haben wir wieder Forschung. Ah, okay. Ah, ich habe hier alles ausgeschaltet, deswegen ging ja auch gar nichts. So. Jetzt füttern wir den schon mal. Und überhitzter Dampf kommt dann hier. Ha, ist das geil. Frage ist, ob ich auf das gehe. Und er ist auf dem Lichtbogen 2, der mir wahrscheinlich nochmal einiges an Ressourcenunterschied geben wird. Dafür muss ich halt Graphit produzieren anfangen. Habe ich hier die Graphitproduktion dabei? Das ist nicht wieder die Sache. Ich hätte gerne diese Graphitproduktion. Hier. Die starten wir als erstes. Das ist massiv. Das will ich haben. Wie viel brauche ich? Steht eigentlich irgendwo dabei, wie viel man braucht? 38. Sind es dann 38 Forschungspunkte? Das wäre natürlich chillig. Warum darf ich dich noch nicht machen? Weil ich noch nicht genug davon habe. Okay. Schiffsmotor. Da ist der Raketenstart schon. Holy shit. Holy shit. Bin überlegen, ob ich doch trotzdem mal zwischendurch hier so eine Solarpanelanlage mache. Aber okay. Zurück zur Fertigungsstraße. Wir brauchen... Warte, kann ich das nicht einfach hier rausklicken? Gab es da nicht mal die Funktion, dass ich sage, okay. Ich brauche jetzt Hackschnitzel, dafür brauche ich einen Schredder, genau. Hier anschließen. Hier kriege ich dann den Rest raus, gut. Daraus will ich in einer... Nutzen wir eine Chemiefabrik 2 einfach, weil wir es schon können. Das ist die komplette Input-Seite, ne? Wir wollen Hackschnitzel. Ich muss den Hackschnitzel wieder... Leute, das ist langsam ein bisschen eng. So minimal. Dann kriege ich die Röhre, die hier ist. Ich weiß nicht, was die für ein großes Tamtam machen, aber... Welcher Anschluss ist der? Ist der Produktionsanschluss von hier, okay. Vielleicht kann ich das ein bisschen verkürzen. Ja, schauen. Geht doch. Eine Röhre 2, ne? Perfekt, gut. Dann komme ich nämlich hier, wo war der Kalkstein? Ganz oben, ne? Hier. Ganz oben. Flip. Wir machen wieder alles auf die Stufe 2. So. Jetzt brauche ich noch Dampf. Produziere ich irgendwo ungewollten Dampf? Nee, ne? Du kannst rein theoretisch Dampf abgeben, aber ich will jetzt nicht den ganzen Dampf wieder quer durch die Anlage pumpen.
Aber es wäre der kostengünstigste Punkt, sich einfach hier eine Rohrleitung dran zu ballern. So. Und dann kriegen wir Papier hier raus. Dass ich dann wieder hinten anschließen muss. Cool. Perfekt. Sind das viele Aufzüge? Ja. Ist es mir komplett egal? Ja. Da komme ich besser durch. Warte, ich muss mal überflippen. Flaches Förderband 2 sollte hier helfen. Und dich führen wir so hin. Cool. Du bist schon fleißig am Forschen. Es geht halt natürlich langsamer, aber es läuft. Und das ist die gute Sache. Du gibst mir eine Warnung. Melden, wenn leer. Dann tun wir die nächste Stufe fertig bauen. Obwohl ich kann ja rein theoretisch das schon mal einfach bauen. Und dann hier sagen, ich hätte gerne die Laborausrüstung 2 auf voll gefüllt. Dann sollte das funktionieren. Dann tun wir jetzt hier fürs Erste einfach forschen. Ganz gemütlich, easy forschen. Hier drüben tun wir die Chip-Produktion überarbeiten. Weil die kommen jetzt gleich dann nicht der Anforderung mehr hinterher. Obwohl, ich habe auf 3. Bedeutet, rein theoretisch müsste es reichen. Oh, wir bekommen das Terraflop-Limit. Wir sind gerade ans Terraflop-Limit gekommen. Nicht gut. Wir jumpen von 30 bis zu 80 rauf. Ich muss wesentlich was ändern an meiner Chip-Produktion, wie es ausschaut. Aber gleichzeitig schauen, dass wir das hier nicht verlieren. Wie viel produziert der pro Minute? Das darf ich gar nicht sehen, weil er wechselt immer wieder ab. Die Produktion ist viel zu langsam rein theoretisch. Ich müsste nur den Teil erhöhen. Am Ende kommen 8 raus und 8 machen... Ja, damit kann ich doppelt so viel betreiben. Ich muss, glaube ich, wirklich diese Chip-Produktion einmal komplett neu denken. Aktuell habe ich sie in einem Schleifensystem aufgebaut, was, ich glaube, schmerzhaft für das ganze System ist. Und wir merken, wir kommen mit der Produktion natürlich nicht hinterher, was die Terraflops beeinträchtigt. Wenn ich hier dieses Wabensystem baue, was ich vorhatte, könnte ich vielleicht damit besser laufen. Und wir könnten der Anlage vielleicht ein bisschen mehr Artenbereich geben, wenn wir das einfach nach hier unten setzen. Grundsätzlich, wie läuft es mit unseren ganzen Verkipp-Policies? Nee, nicht ernsthaft, schon wieder durch. So, dann schauen wir. Ich will nicht riskieren, dass wir hier Abbrüche haben. Deswegen graben wir hier nur 0 durch. Und machen das dann so. Und den Rest komplett auf 2. Da sollen wir hinten einfach die Front ausgraben. Vielleicht können wir da was mit anfangen. Eine weit entfernte Produktion. Von allem entfernt. Niemand wird sie sehen. Niemand kann sie kennen. Haben wir hier noch was offen? Oh ja, wir haben hinten noch die komplette Ecke offen. Wir haben bald die komplette Ecke verschüttet. Dann werden wir aber wahrscheinlich schauen, dass wir hier einen
Weg drüber machen und verkippen dann hierzu, dass wir diese Minen abgesichert haben und endlich hier gerade mal laufen. Rein theoretisch könnte Kalkstein dann nach hier ziehen. Es wäre eine grandiose Sache sein. So, schau mal an. Ah, pausieren wir mal für eine Zeit. Das war, glaube ich, die Anlage, die ich mal gedacht hatte. Und dann hatte ich irgendwas umgebaut. Dann ist das Chaos ausgebrochen. Da war was. Ich glaube, ich habe die versucht zu reduzieren, wie blöd. War das nicht letztens mein Versuch? Silizium und hier kommen dann die Mikrochips raus. Genau. Das war gleich der komplette Sinn hier hinter. Vielleicht tun wir auch die ganzen Verbindungen nochmal, die wir jetzt für die Mikrochips gemacht haben, abbauen und nochmal umbauen. Weil ich glaube, okay, das könnte natürlich böse sein beim Anbau hier, ne? Plastik, Kupfer, Gold ist in dem kompletten Radl drin. Ist das dasselbe Seitenradl? Jetzt muss man natürlich wieder gucken, welches Radl braucht man wo, damit man was verbinden kann, ne? Aber rein theoretisch ist es nur das Radl unten. Bedeutet, wenn ich dich kopiere bis hierhin, sage ich, mach einen Flip. Dich hier dran, aber schneid den Rest ab. Und jetzt müsst ihr immer auf derselben Höhe dasselbe Produkt sein. Richtig, richtig. Bedeutet, wenn ich hier mit einem Dreierbundle durchfahre, sag, wir lassen zur Sicherheit mit so ein bisschen Abstand. Also sind ja alles flache Förderbänder. Ich habe jetzt gerade ein rundes genommen. Warte mal. Flaches Förderband. Das ist jetzt die Anlage. Dann kann ich jede Röhre hier anschließen. Und ja, ich mache das jetzt gerade dumm wahrscheinlich, weil ich könnte wahrscheinlich auf zwei... Das heißt, das machen wir jetzt auch bis zum Ende, gehen wir auf 2 runter. Es ist logisch, I know. I know. I should have known this. So, warte, wir machen aber direkt alle 3 Stufen. Und 3 natürlich, weil einfach so viel... Nein. Das war nicht so geplant, Mensch. Flaches Förderband 3. Gut, jetzt machen wir das Zweier. Binden das da hinten an. So, genau, und das letzte Stück. Wenn die Anlage funktioniert, ne, das wäre der Hammer. Das wäre auch gleich mal zur Abwechslung eine der organisiertesten Anlagen, die ich hier gebaut habe. Das wäre der pure Wahnsinn, wenn das funktioniert bei mir mal, ne? Da kommt der Silizium Wafer rein und raus kommt der GD-Chip-Produktion. Easy cheesy lemon squeezy, ne? Okay, ich muss hier noch Wasser bzw. Warum sagt der Wasser? Aber Wasser und Säure benötigt wird. Die 2 Röhren muss ich noch durchführen. Aber die schieben halt links und rechts dann hier drüber. Und stecken wir an. Aber sonst sollte das gut funktionieren.
Die Sache ist, um den ganzen Aufbau zu machen, müsste ich jetzt hier anfangen abzureißen dann. Oder ich setze den kompletten Club mal wirklich hier unten hin. Ne, wir kopieren. Ich kenne meine Künste in kaputt machen. Lass mal gucken. Wir hätten genug Platz, wenn wir hier an den Rand setzen wir uns so hier hin. Mit der Anlage. Jetzt kopieren wir mal den Strang hier auch. Direkt nach. Depausieren den Bau. Säure haben wir aus dem Zugangstank hier drüben geklaut, ne? Ja. Eine Wasserzufuhr würde ich aber in dem Fall dann sogar extra noch bauen. Das wird jetzt ein schweres Unterfangen. Hier gibt es ab sofort keine Zugfahrt mehr, weil jetzt ab sofort die Produktion bis hier unten läuft, Leute. Die Kollegen fahren immer noch? Ja, massiv. Wir müssen hoffen halt, dass sozusagen hier keine Wand einbricht. Dann hätten wir einen Super-GAU erzeugt. Aber wenn man sich das so anschaut, haben wir eben massiv schon gebaut hier. Und das ist alles nur so just for fun. Rein theoretisch könnte ich jetzt natürlich anfangen zu sagen, okay, wir heben hier wieder aus und verkippen das weiter. Aber das, ich mag mit Proof of Concept, dass man das rein theoretisch so viel Zeit da reinstecken könnte. So, die Kollegen müssen das alles hier fertig bauen. Ja, schauen, die ganzen Kabel gehen jetzt nach. Weil Proof of Concept muss ja Proof of Concept bleiben. Wenn ich mir jetzt nicht irre, muss da Plastik und Kupfer rein. Das ist die Kupferanlage hier, ne? Also im Grunde muss ich auch drei verschiedene Anschlüsse machen. So, warte mal. Das ist jetzt natürlich die nächste Herausforderung. Die müssen alle aufs untere Niveau. Gold ist hier. Gold kriegt eine Direktanbindung. Warte mal. Flacher Aufzug. Liefern und ein flaches Förderband. So. Wir machen jetzt hier drei Aufzüge hin. Plastik und Kupfer ist hier. Dann machen wir das direkt hier so. Ich nehme schon das U-förmige, weil es einfach ein näher ist. Das ist so dumm. Aber du bist auch schon wieder falsch rum. Umdrehen. Darauf muss man echt aufpassen teilweise. Das ist... Und von hier direkt, nein. Zu dem. Und Plastik. Braucht auch einen flachen Aufzug. Nein, flaches Förderband 3, bitte. Gut. Und dann werden nicht diese flachen Förderbänder hier so angeschlossen. Und hängen dann direkt hier im Netz. Nice.
Gut. Bedeutet, dann muss der Lithium-Wafer ran. Aber dem ist es noch... Ne, obwohl, da muss ich auch überall nochmal hin. Das ist die ganze miese Sache. Du musst halt an jede Ecke mit allem. Schau, wenn ich jetzt hier ein Zweierfach nehme. Ich kriege aber hier nur eine Röhre drüber. Das ist mein Problem. Warum ist das, die baggern sich dann? Können wir die wieder ausmachen? Dankeschön. Warum wird die mir dauernd angezeigt? Ich kann ja eh nicht unter die Erde. Geht nur hoch. Minus 1, dann bringt mir der Rest ja nichts. Den Teil hatte ich natürlich nicht ganz bedacht, ne? Bin ich jetzt hier auf 3 oben? Das reicht doch vollkommen 2. So. Da reicht vollkommen 2. Obwohl, eigentlich muss ich eins hoch, eins runtersetzen, ne? Eigentlich müsste ich das anders machen, weil dann müsste ich hier hin. Gott, dieses Platzieren ist teilweise echt nervig. So. Danke. Perfekt. Seiten ist ja noch relativ einfach, weil da musst du nicht wirklich viel machen. Das ist eins zu hoch. Sorry. In der Mitte bleibt es lustigerweise überall gleich von der Verkabelung her. Problem ist, ich kann jetzt hier nicht sagen, kopiere mir. Kann ich sagen, kopiere das Kabel? Nö. Ich könnte die komplette Mitte nochmal kopieren, richtig? Und dann wird nur das gesetzt, was funktioniert. Und dadurch, dass die Mitte überall gleich ist, das könnte funktionieren. Zack. Nochmal das Ganze. Perfekt. Nee, nicht perfekt. Warum? Da geht's wieder nicht. Warum darf's da denn nicht gehen? Ist es, weil ich ihm die freie Meinung nehme? Oh, please not. Doch. Ist es irgendwo anders auch passiert? Nee, du bist über die Mitte gegangen. Dann ist es nur noch hier nochmal so. Gott, ist es dumm. So, aber die Kabel sitzen. Und ich kann noch mal die eine Hälfte hier drüben brauchen, weil
So, warte mal. Dann kopiere ich nur den Teil. Setz den. Hier an. Lösch die oberste Röhre. Steck das hier so an. Gut. Dann stoppen wir uns jetzt hier aber von seitlich gleich die Wasserröhre. Aber wo ist die Wasserröhre schon wieder? Da ist er. Wasserröhre 3. Nein. Warum geht das nicht? Aber das geht. Geht auch nicht. Okay. Interesting, interesting. Also das geht so, aber so nicht. Ah, hier muss ich auch noch anschließen, warte. Hier ist ebenfalls noch ein Anschluss offen. Was wir aber gleich mitmachen werden, ist, wir werden überall das obere eins zurückreißen, damit wir danach das schön anschließen können. So. Ich ziehe jetzt einfach mal die Säure von hier drüben auch. Um sozusagen hier den nennen wir Standard zu halten. So. Also grundsätzlich ist die quasi ready to go. Ich muss dann nur noch den Anschluss machen von der Säure, die hier überall durchpumpt. Und dann könnten wir umschalten auf die neue. Reicht überhaupt einer von denen? Der macht 8. Du nimmst 4 an. Ja, reicht sogar. Nice. Die Frage ist eher, ob diese Anlage nicht unsere komplette Mikrochips-Produktion überfordert. Weil wir tun natürlich von einer Anlage, die 3 Teraflops pro Jahr bedeutet hier insgesamt 9, auf 18 36 hochpumpen. Nur für eine Chip-Produktion. Der Teil natürlich nicht zu fragen, hinterher auch noch da, aber. Ich muss auch gerade gucken, warte mal. Ja, wir fressen gerade nicht auf, das finde ich gut, wir halten uns gerade. Ah, ich weiß auch warum. Weil der Teil ist jetzt leer, denn die Warnung habe ich komplett überlesen. Und wir müssen jetzt sozusagen. Nein. Wir müssen dicht bauen. Dich, dich und den Anschluss. Chip-Produktion legt los. Come on. That's what you're made for. Dadurch, dass der eh mehr produziert, kommt der nicht nach. Warum 2? What the fuck?
Davor habe ich ehrlich gesagt Schiss. Das Ding zu aktivieren wird böse enden. Wie viele Mitarbeiter braucht er eigentlich? 4. 4, 8, 12. Ich könnte auch von den Bewohnern knapp werden, du. Sehr knapp. Bitte, wir müssen eigentlich dich hier auch noch verbessern, damit wir wieder mehr Bewohner in dieses Haus kriegen. Du scheinst aber noch gut zu laufen. Also der Schlamm bleibt ein Problem. Kann man den Schlamm einfach verkippen? Kann ich das hier sehen? Was darf verkippt werden? Schlamm fällt nicht runter, ne? Ich bräuchte 2 von diesen Anlagen. Müsste ich das hier außen rum lang führen? Oder schon, dass ich das hier innen lang führe? Wir kopieren dich mal. Weil du brauchst ja nichts anderes. Aber wir hatten auch schon einen Sinn, warum wir es hier platziert haben. Weil das produziert das Brenngas, was er wieder braucht. Mann, ist das wieder unangenehm. Kriege ich denn hier keinen zweiten irgendwie hin? Was ist, wenn ich sage, der Schlamm? Kriegt ein Lager hier vorne. Neben der Anlage. Wir brauchen kein schnelles Förderband, wir brauchen einfach ein Standardförderband für die Aufgabe. Schön gut aufzubauen hier bitte. So, das machen wir so. Und den kopiere ich mir genau in der Form. Am besten hier hin. Die schneide ich aus, setze ich hier hin. Und dann gehen wir mit einem U-förmigen Förderband einmal hier hin. So, dadurch, dass ich natürlich gesagt habe, andersrum, läuft das hier so rum. Mach hier ein U-förmiges Förderband draus. Setz dich hier so hin. Schnell ausliefern. Den machen wir auch mit dem Rest hier einfach. Der ist bei der Hälfte angewiesen, das zu machen. Das bauen wir ab. Aber rein theoretisch müsste das sogar gehen. Ich müsste nur ihn ein bisschen weiter vorne platzieren. Und dann könnte ich einen zweiten reinhauen. Das Problem ist ja nur das Sandlager, das genau hier steht. Vielleicht kriegen wir auch hier dann noch ein bisschen Verkippplatz hin. Hier wird Dampfhochdruck verbrannt. Kommt von dir? Dampfniederdruck, achso. Ja, du arbeitest mit allem, was du kriegst, ne? Aber produzierst damit auch schön Wasser. Priorität aus. Das ist er hier. Ein. Ach, und dann kommt hier der zweite Wasserpunkt. Ihn lernen wir ab hier. Wo willst denn du hin? Das ändert sich gleich, mein Freund. Warte mal. So, okay, schau mal. Wir müssen eure Verkipp. Ne, warte mal, ihr seid von... Ihr
Ihr macht es ja mittlerweile echt grandios, aber ihr braucht noch ein bisschen mehr Motivation, glaube ich, dafür. So. Dann haben wir offiziell die komplette Ecke ausgearbeitet und dann sollte der da drüben auch nicht mehr meckern. Hoffe ich jetzt zumindest. Schnell entfernen. Jetzt ist die Sache, ich muss ja genau dich hier auch nochmal bauen. Ich kann ein, zwei Kabel umlegen, um die Problematik zu verringern. Vielleicht kann man das Kabel nach hier drüben legen und dann hier anschließen. So. Dann wird der Anschluss abgenommen. Der kriegt auch Priorität. Schnell entfernen. Dann können wir dich schon wieder eins rübersetzen. Und diese eine Breite ist genau das, was wir brauchen, damit wir alles anschließen können. Okay. Bedeutet, wir müssen das jetzt richtig schnell machen. Jetzt ist natürlich die Frage, komme ich dann hier durch? Zum Anschließen. Dieser Sandtank macht mich fertig. Wir haben noch jetzt gerade die Chance, das ein bisschen umzubauen, umzugestalten. Lass die mal für eine Sekunde bitte verschwinden. Danke. Vorteil ist, wenn das kurz stoppt, dann geht ja eh alles zur Seite. Ich kopiere mir dich kurz mal hier hin. Schneid dich mir mal kurz aus. Das wäre die Röhre im Weg, aber es wäre genau das, was wir bräuchten. Bedeutet, wir müssten die Ecke ausnehmen und die Röhre kurz entfernen. Gut. Dann nehme ich mir dich wieder. Wenn ich euch beide so hier hinstelle. Wieder die Problematik der Fläche. Ich hätte hier einen super Anschluss jetzt hinten. Ich könnte dich direkt an die Tanks anschließen, rein theoretisch. Wenn ich sage, ich gehe so, dann muss ich... Kann ich das nicht mehr machen, okay. Dich kann ich oben drüber stülpen. Lass mich überlegen, vielleicht kriege ich das sogar hin. Warte. Vielleicht funktioniert das.
Mit zwei Schüttgutaufzügen. Rotate. So. Den kopiere ich mir. Setze den mir hier hin. Aha. So, jetzt muss ich nur noch den Anschluss. Einfach mal aus der Seite. Jetzt setze ich dich zum Beispiel so. Wir setzen mal alles andere, was schon gesetzt wurde, mal. Cool. Perfekt. Am Ende hat doch noch alles irgendwie in die Fläche gepasst, hä? Zwar jetzt alles langsam echt verworren. Wenn man sich das Ganze anschaut, aber es funktioniert und das ist, was zählt. Wait. Warum habe ich hier kein U-förmiges Förderband? Hast du einen massiven Boost auf einmal? Du brauchst keinen Boost. Boosts werden hier nicht gebraucht. Vorteil ist, die Anlage ist leer. Wir haben alles hingekriegt, so wie es sein sollte. Und auf derselben Fläche wieder. Haha. Da merkt man auch wieder, was für Fläche ich aber zwischendurch... Holy shit, warte, nee, ich gehe schon 42 Minuten auf. Leute, ihr kriegt heute eine lange Folge. Ich nehme die schon seit 42 Minuten diese Folge auf. Holy shit, what? Ich muss mir mal einen Timer stellen, glaube ich. Ich bin gerade so ein bisschen baff. Und mir fällt gerade auf, wir haben gar keinen Kupfer mehr. Ups. Aber ich würde sagen, das ist für die nächste Gruppe zu entscheiden. Kann ich, oder kann ich, habe ich noch hier einen... Ich könnte hier noch ein bisschen graben ansetzen. Ich glaube, wir hatten gar nichts mehr zum Abgraben. Das war das Problem gerade. Gut, Leute, aber ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Fragt, schreibt mal, wie ihr es hier von so einer langen Folge haltet. Keine Ahnung, das war jetzt irgendwie aus Versehen. Ich hatte eigentlich nicht im Kopf, so eine lange Folge zu machen. Ich hoffe auch, dass die nicht zu langweilig wird, ganz ehrlich. Das ist so die nächste Sache. Aber wenn man sich natürlich in 3000 Sachen vertieft, geht es ganz schnell über. Schade, hier ist auch schon der Tank wieder leer, weil die Forschung ist natürlich auch wieder stehen geblieben. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also... Bis dann. Ciao.